So, einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir sind ein bisschen spät, aber wir sind da zum Halloween-Stream. Hallo Halloween. Und wir spielen heute Phasmo. Mami, meine Eier an. Nein, Spaß, es ist Phasmophobia. So, okay, Leute, seid ihr bereit? Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Wir gehen rüber zu Phasmophobia. Da sind wir. Tangled Street. Ja, mach mal die Street oder so. Alles okay. Ist das ein Zombie-Game eigentlich? Nee. Gut. Ja, also nochmal, um das Ganze zu erklären. Bei Phasmophobia geht es darum, es sind Häuser, die von absolut kranken Geistern befallen sind. Also genau mein Genre. Genau, ne? Dein Shit, Bro. Bombe. Es geht um Geister und Dämonen. Ja, Mann. Und ja. Wir haben die Aufgabe, den Geist, ich glaube, zu finden. Zu bestimmen, was es für ein Geist ist, also rauszufinden, was es für ein Geist ist, und diese Information geben wir nachher den Ghostbusters, weil die tun sich dann den Geist schnappen mit ihrem Staubsauger. Aber sehen wir den auch noch oder so? Oder? Ja, ja, natürlich. Also ich hoffe es. Oder ich hoffe es nicht, je nachdem. So, was ist. Okay, wir scheinen in einem Büro zu sein oder so. Warum ist hier keine Tür? Hallo? Ich habe für Sie einige Untersuchungen durchgeführt, sieht aus, als wäre der Name des Geistes Dorothy Garcia. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemand, der allein ist, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern? Warum sollten wir einen Geist verärgern? Und ein paar übernatürliche Ereignisse zu provozieren. Ziehen Sie oft das Journal zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Okay. Einige Missionen werden nur abgeschlossen, wenn sie wegfahren. Okay, also, wie heißt sie? Dorothy. Dorothy! Oh, Dorothy! Das ist sie, oder was? Scheinbar. Was ist denn der passiert, Alter? Also, weißt du, ich hasse so Zeugs. Ohne Witz, ich hasse. Wisst ihr, jedes Mal auch nur, wenn es so Akte X oder so gekommen ist, nur schon der Sound. Nur schon der Sound hat mir gereicht, dass ich mir in die Hosen pisse, ne? Und dann kommt auch so Zeugs halt. Na gut, schauen wir mal. Strange Dingens. Schau mal nach oben. Rechts. Rechts. Da ist so ein Player. Drück mal da rauf oder so. Ah, so kann ich crouchen. Da ist also die Dorothy. Schau mal die Dorothy. Alter. Gutes Stück. Kann man da einschalten oder so? Glaub nicht. Schau mal. Inception, Junge. Aber wir sehen uns selbst. Hallo, meine Freunde. Da sind wir wieder. Bei uns im kleinen Vlog. wir machen hier eine Vlog-Tour um 5 Uhr morgens durch unser YouTuber-Studio. Fehlt nicht mehr viel, ne? Kann er nicht so die Kamera drehen und so in die Kamera reden wie so ein nerviger YouTuber? Okay. Dann nehmen wir mal das Flashlight. Können wir hier irgendwie raus? Ich nehme mal an... Ja. Oh! Okay. Ah! Ach, wir sind in diesem Truck drin. Ah, okay. Und das ist also das Haus? Den Schlüssel haben wir. Maschallah, Junge. Also, das Wetter passt schon mal. Kann ich rennen? Nee, stimmt nicht. Kann ich aus Prinzip. Kann ich moonwalken? Kann ich shuffeln? Oh. Hallo? Nee, lass die Tür einfach offen, Mann. Ist da jemand zu Hause? Oh, Bruder, es geht schon los. Warum? Warum hast du gesehen? Mir flattert das Arschloch gerade. Du bist ein Huren. Mach das Scheißlicht an. Ups, bin auf die Taste gekommen. Du bist so ein Penner, ey. Okay, also. Warum hörst du dieses komische? Ja, das ist doch so eine Uhr. Hallo? Mach mal auf da, ja? Hallo? Oh Gott,
Fucking Keller, Digga. Ja, geh mal in den Keller. Leck mich doch am Oh, halb so schlimm hier. Kann ich die irgendwie ausmachen? Ja, so. Ja, na, geht das Licht wieder aus. Ja, okay. Alles gut, Digga. Schau mal, da hat jemand die Kaffeetasse stehen lassen. Ja, würde ich auch, wenn da... Nimm das Messer mit. Hä, hey, schau mal, da fliegt eine Taschenlampe. Ja, ich bin die fliegende Taschenlampe. T drücken für die Lampe. Kannst was anderes in der Hand und dann T für die Taschenlampe drücken. Mach mal was anderes in die Hand. Jetzt drück T auf der Tastatur. Ah. Ah. Okay. Ich höre Schritte. Radio FM, bitch. Was ist denn das? Ist schon gruselig, so ein Haus, ne? Ja, schon noch. Geh mal in dieses Loch rein. Mach mal erst Licht an und so. Links, ja. Gut, schau mal kurz in den Kisten und so. Schau mal in der Waschding. Ja, meinst du, die Dorothy ist da drin, oder? Ja, Digga, man weiß nie, schau mal. Hallo Dorothy, bist du hier drin? Kann man da nichts drücken? Nee, leider nicht. Sollen wir mal in den Keller? Oh. Guck mal. Nichts erkannt. Warum ist denn hier so dunkel, Alter? Gibt's denn hier kein Licht? Ach da, das Licht da. Ich höre es. Ja, am Ende gruseln wir uns, weil das Radio angeht, Digga. Ey, in diesem Dreckshaus gibt's viel zu viele Zimmer. Bro, wir sind zusammen. Wir sind zusammen! Dorothy, du kannst uns gar nichts! Was ich erschrecke auf meinem eigenen Atem, ne? Wir sind zwei üble Kampfpanzer hier! Hallo, Dorothy! Digga, wer hat so einen Keller? Wer hat so einen Keller? Also jetzt mal for real. Sollen wir die Kamera irgendwie... Oh, Digga. Ups, das wollte ich nicht. Hallo. Da ist der Lichtschalter, ne? By the way, links. Das hier, das ist doch der Feueralarm. Nee, Digga, da links, da, ja. Ach so. Ja. Ja, okay. Schon ein bisschen besser. So, wollen wir mal die Kamera hier irgendwo aufstellen, Alter? Mal auf diesen Stuhl? Ja, komm, mach das. Kann ich die irgendwie drehen? Oh, das wollte ich nicht. Hoppala. Kann ich die irgendwie drehen? Dreh mal. Ah ja. Bro, da muss man warten. Okay. So. Ja, ich bin zu stupid, um eine Kamera hier drauf zu setzen, Alter. So. Hallo? Bro! Warum? Wie habe ich denn die vorhin da hingesetzt? Ach, du musst erst den Geisterraum suchen mit dem EMF-Reader. Das ist der, den wir drinnen gelassen haben. Oh. Aber warum kann ich diese... Oh. Oh, okay. Got it. Ja, auf jeden Fall haben wir schon mal Licht. Das ist ja schon mal das. Aber kann man in diesem Spiel nicht ein bisschen schneller gehen als das? Also ich meine, ist ja alles schön und gut, aber... Mach mal den Schrank auf da. Links, ja, mach mal den auf. Geht das nicht? Glaub nicht. Geh mal rechts. So, schau mal aufs Toten. Was denn? Ja, keine Ahnung. Was ist da? Was ist auf dem Tisch? Ja, da? Wir holen jetzt diesen Scheißdreck, Alter. Einfach mit so einem Scheißteil, ne? Das Ding muss jetzt so wii machen. geh mal links. Ja, Digga, komm, genau jetzt muss es flackern, oder? Digga, da drin, ne? Also einfach so zur Info. Warte. So war das, ne? Digga, Alter. Okay, scheinbar haben wir den Geisterraum gefunden.
Oder? Das Klo. Vielleicht ist die Scheiße, das Geisterscheiße drin oder so. Jetzt ist sie nicht mehr da. Jetzt ist es nicht mehr der Geisterraum. Vielleicht war sie gerade auf Klo scheißen und ist jetzt wütend, weil wir sie gestört haben. Bro. Ja, Digga, chill mal. Ja, Digga, chill mal. Okay, also muss man das schnell machen? Weil vorher habe ich gedacht, wir hätten was gefunden, aber irgendwie... Da hat es doch nicht kein Licht oder so? Was ist denn das, was hier die ganze Zeit so Lärm macht? Der Radio. Nee, den haben wir doch gar nicht mehr dabei. Aber die hat selbst ein Radio da drin. Oh, Licht. Es wird der Licht. Sollen wir in den Keller gehen mit dem Ding? Ja, der Keller hat ja Licht. Könnte halt der Geisterraum sein, ne? Aber irgendwie nicht. Was ist das denn? Feuerzeug. Ah, nee, das ist so eine Fliegenfalle. Ah, ja, true. Stimmt. Warum hat man so einen Keller, Digga? Muss echt ein Miststück gewesen sein, diese Dorothy. Wie hieß sie? Garcia? Also irgendwie... Aber es ist ein Radio eingeschaltet, ne? Ja, keine Ahnung. Also vorhin auf dem Klo... war was. Irgendwie jetzt nicht mehr. Ich schwör auf alles, ich hab was gesehen gerade. Wo denn? Ja, es ist weg. Ich weiß nicht, ob das unser Schatten ist, oder? Ja, das war safe, der Schatten. Ja. Aber irgendwie, war das auf dem Klo. Oder hier? Maybe? Ja, das sind Schuhe. Schuhe, was ist das denn? Ja, ist das ein Knochen? Das ist ein Tampon. Das ist aber langgezogener Tampon. Ich würde das gerne fotografieren, aber wir haben... Oh. Ja. Oh. Oh, was, Digga. Was ist das? Du Huren! Was ist das, Alter? Kann ich das, Ja, mach Licht. Ja, ich will das halt fotografieren, aber irgendwie... Ja, jetzt willst du die Cam dahin machen. Ja. Schalt sie ein. Ja, genau, Digga. Ja, der ist jetzt halt safe genau beim Ausgang. Ja, und jetzt? Dieser Drecksack. Wir gehen jetzt da raus. Und filmen den. Die. Oh. Digga, dein Ernst? So, Dorothy, ich komm schon durch. Komm dir schon noch auf die Schliche. Also eins muss man dem Spiel lassen, es ist schon fucking gruselig, ne? Vor allem, weil wir den Sound so übel auf unsere Ohren ballern gerade, der ist super laut, Leute. So, oh. Ja, aber Nachtmodus kannst du noch machen. Nachtmodus, ja. Ah, guck mal. Da, genau da stand der. Ja, ja. Sohn einer Kuh. Da haben wir dieses Kapitel mit dem Geist. Oh, okay. Uff. Geister, Jagd, Verstand, Schlüssel. Ein Geist ist eine böse Seele einer toten Person. Ah, das sind die Beschreibungen. EMF Ebene 5 haben wir gehabt. Genau. Und wir haben noch... Ah, hier müssen wir selbst reinmachen, was für Beweise wir haben. Okay. Das haben wir und Fingerabdrücke, Geisterbuch, gefriert. Ah, und dann wird quasi am Ende wahrscheinlich rauskommen, was es dann für ein ist. Ja, aber wir können eigentlich schon direkt den Banshee reinmachen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Dann mache ich dir mal das hier plus das Licht. Ja, geil. Mit A kannst du aber die Dingens. Türen aufmachen. Die Türen aufmachen. Und die Oh mein Gott!
du Fotz, Alter. Ja, beweg dich, Junge. Ja, Digga, halt den Schnutz, Alter. Was ist los, Mann? Die Tür ist zugegangen. Ja. Natürlich ist die zugegangen. Warum? Ja. Digga, kannst nicht du einfach den Controller in der Hand nehmen? Ich bin einfach nur daneben. Okay. Dorothy Garcia, komm und zeig deine Vagina. Das Problem ist... Dorothy! Wir haben kein Licht mehr. Zeig mal dein Vagina! Digga, halt jetzt mal den Maul, Mann. Also vielleicht kommt Dorothy so, sie will vielleicht... Aber vorhin, das hat ausgesehen wie ein Kind, ne? Ja, es war ja auch ein Kind. Ja, vielleicht ist das Kind von Dorothy Garcia gestorben. Und jetzt kommt das Kind dahin und Dorothy Garcia, mach mal da hier das Waschbecken dreckig. Dorothy Garcia, mach das Waschbecken dreckig. Dorothy Garcia, mach das Waschbecken dreckig, du Wichser. Ich glaube, unsere Sanity geht halt runter. Wenn wir im Dunkeln chillen, Digga. Aber Sanity ist einfach Verrücktheit, oder was? Nein, Sanity ist unser Geisteszustand. Hast du noch ein anderes Klo gesehen? Weil ich kenne ein Klo, aber das sieht nicht dreckig aus. Und gibt's irgendwie einen Weg, wie wir das Dings wieder ein... Weil ich habe keinen Bock, dass wir jetzt da reingehen und dann einfach abgemurkst werden, weil wir kein Licht haben. Ja, Licht haben wir keins mehr, aber wir können es wahrscheinlich im Aber Keller, kann man das irgendwie wieder anmachen? Im Keller. Im Keller ist ja der Generator. Ach, im Keller? Ja, im Keller war der Generator. Das haben wir ja gesehen. Okay. Im Keller ist der Kasten, da geht's wieder an. Natürlich ist der im Keller. Aber niemand weiß, wo das Wir sind nicht mit einem Kruzifix ausgerüstet, oder wie? Boah, Digga, wir sind bei 66%. Ja gut, wir müssen jetzt Gas geben, Digga. Der Geist hört alles, was ihr sagt. Wenn er im Jagdmodus ist, müsst ihr still sein, da ihr sonst wahrscheinlich gestirbt. Ja, dann sollten wir ihn wahrscheinlich nicht nach seiner Vagina fragen, Digga. Ja, das Ding ist, das sinkt halt immer mehr, ne? Okay, komm, scheiß drauf. Wir gehen jetzt in den Keller, machen den Generator an. Ah, den Kruzifix muss man vorher kaufen, ne? Ach so. Warte, kann man sich das jetzt noch kaufen oder ist es vor der Mission? Fucking hell, mate. Ja, aber gut, ich meine, wie wollen wir denn rausfinden, was das für ein Dude ist? Okay, warte, wir sind jetzt mal ruhig. Ist Jagdmodus dieses... Was meinst du? Okay, da ist der Generator. Gut. Ist hier ein Waschbecken? Unsere Sanity geht runter, wenn ich das Licht nicht anmache. Dann mach's an. Oh, ein Schlüssel. Hallo? Was ist das für ein komischer Schlüssel gewesen? Also weißt du, wir haben ja diesen Raum gesehen. Wo es angegangen ist. Wir haben alle Räume gesehen. Ja, aber das war da vorne. Da vorne ist irgendwie was. Oh shit, Digga! Du kleiner Fotze! Ich hab ein Foto gemacht! Es sieht aus wie der Goblin! Oh oh. Das Ding ist zu, Digga! Bro, die Schnauze! Oh shit! Nein, wir haben verloren! Come on! Die Tür ging nicht mehr auf. Ich kann den Shit nicht sehen, ne?
Brenn den Shit einfach nicht sehen kann. Alter. Ich kack mich was ein. Hä, warum? Wir sind hier verreckt, Digga. Ja. Ja, und das war's. Wollt ihr jetzt schlafen gehen, oder? Hallo? Wie, oder was? Drück mal V, push to talk. Mir ist es egal. Hier wird nicht geschlafen, hier wird Geister gejagt. Oh Gott! Oh fuck! Ja, die beiden wollen uns verlassen. Die wollen schlafen gehen. Ach, die wollen schlafen? Also ich habe gerade gehört, so, dass man nicht schlafen gehen sollte, weil euch sonst was heimsucht oder so. Ein Halunke war das. Könnt ihr uns eigentlich beide hören? Sag mal was. Hallo? Ach, ihr seid auch noch zwei. Das ist ja voll anstrengend. Ja, das sind zwei. Wir kommen immer im Doppelpack. Habt ihr einen Sitzen? Nee, überhaupt nicht. Wir sind einfach so. Okay, finde ich gut. Oh, wir sind Level 1 und dachten, wir machen hier auf Ghostbuster, aber scheinbar haben wir es mit schläfrigen Kameraden zu tun. Okay, Guys, dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Halloween! Naja, die wollten nicht mit uns spielen, Alter. Was die wollten echt nicht mit uns. Ja, Digga, wenn wir zu zweit hinkommen, die checken das doch nicht. Die denken sich ja, warum kommen die zu zweit? Ey, Digga, also mit uns will einfach keiner reden, ne? Weder die fucking Geister noch die Lebenden, Alter. Nicht mal die Leute hier auf dem deutschen Server wollen mit uns spielen, Alter. Also ich glaube, wir können einfach in jeden Server reingehen und die Leute verarschen. Ich glaube, das ist lustiger. Meli Schnitzel. Ja, geh mal in den Schnitzel rein. Ihr müsst nochmal bereitklicken. Hallo. Jojo. Moin. Hallo. Hallo. Seid ihr bereit für eine epische Geisterjagd? Alter. Ich kann nicht mehr. Du bist so nur. Wer hat denn die zweite Taschenlampe dazu getan? Das ist voll indisch. Die juckt nicht. Die juckt komplett nicht, alle. Spiel lädt. Vielleicht hören sie uns nicht, weil das Spiel am Laden ist, aber ich würde sie fragen, ob sie irgendwie so eine Idee haben, ne? Wie wir so taktisch vorgehen müssen. So, Hallöchen. Kurze Frage, habt ihr irgendwie nur so eine Idee, wie wir taktisch vorgehen müssen oder so? Ich meine, mit 5 Stativen sind wir schon übelst krass ausgerüstet, um die Geister zu jagen, ne? Wasser, 10 Grad und Rauchstäbchen. Ja, hallo? Diesmal würde ich sagen, teilen wir uns auf und jeder nimmt ein Thermometer und sucht den Raum, oder? Ja. Und der Geist scheint nur alleine zu reagieren. Also wo sind die Thermometer? Die hören uns nicht, ne? Die haben uns stumm geschaltet. Oder die haben keinen Bock, Alter. Ach, schau mal, die haben Kruzifixes, Alter. Was ist denn das? Digga, ich glaube, es ist wieder die Zeit, ne? Es ist wieder so spät, dass es mich kaputt macht. Warum haben die so viel fucking OP? Aber was ist denn das? Alter, da oben hat so eine Analplug. Zeig mal dieses Teil da oben. Das so violette, was ist das? Nein, nehm das mit. Wow. So krass. Das sind die Lichtstäbchen bei der Dingensparty, Alter. Bei der Technoparty. Die schiebst du dir in den Mund oder in eine andere Körperöffnung. In den Mund, Digga. Und dann geht's flott, Alter. Hast du mal gesehen, wie groß das Scheißteil ist? Dann nimmst du noch das Kruzifix in die Hand, Alter. Dann bist du bestens gewappnet für eine Techno-Party, Alter. Hä? What the fuck? Aber wo haben die denn jetzt... ich will die halt unterstützen. Die sind bestimmt schon sauer, weil wir hier rumpimmeln. Aber ich würde halt gern... Was zum Fick ist das, Alter? Ich hab nur Rauchstäbchen oder so. Ah, das sind wirklich Rauchstäbchen. Echt? Ja. Ja, wie machst du die an? Wo sind denn die Thermometer? Sind wir komplett stupid, Digga? Ich weiß nicht, schau mal in deinem After nach, ob du das Thermometer ja, da hast. Ja, das war meine Frage ursprünglich. Ich wollte die fragen, wo das Thermometer ist.
um sie zu fragen, ob man es vielleicht im Arsch stecken hat, aber die haben halt nicht geantwortet. Oh shit. Du musst B drücken, um mit denen zu reden. Ach, B? Nee, V, oder? Nee, V ist mit den Geistern, B ist mit den Mates hier. Hallo, Leute? Guys? Hallo? Hallo? Was ist das denn für ein Knochen? Digga, mach die Schnauze auf. Digga, ich piss mich fast ein, Mann. Oh. So, als würdest du das Telefon. So, als würdest du reden. Mach mal so ein bisschen komisch, sind wir wirklich mit dem Telefon. Ja, hallo? Oh, Gefriertemperaturen, sag doch was. Also ich hab das Kruzifix schon mal in der Hand, ne? Digga, ich kann nicht ernst bleiben mit dir, aber du willst nicht. Oh, scheiße. Darf ich das nehmen? Nein, lass, Mann. Müssen wir das hier behalten oder soll ich das mitnehmen? Hallo? Welches meinst du? Das, was da auf dem Tisch liegt. Das gelbe Ding hier. Das gelbe Ding ist ein Thermometer. Falls der Raum unter 10 Grad ist, siehst du deinen eigenen Atem wie jetzt. Also in dem Fall sind wir hier richtig, oder? Ah, Geisterraum. Wenn der Raum halt unter 10 Grad ist, das ist auch der Raum halt. Und dann muss man das hier lassen, oder wie? Also du guckst einfach nur, in welchem Raum halt unter 10 Grad ist. Wenn es unter 10 Grad ist, das ist der Raum. Oh shit. Oh, Digga, da ist was! Lauf! Oh shit! Renn nicht, lauf! Du musst raus da! Oh nein, du! Ja, scheiß die Wander. Ja, die Noobs sind da einfach als erstes verreckt, ne? Der war aber schnell. Ey, jetzt sind wir Geister. Und wir können die anderen beobachten. Echt? Ja, das tut mir leid. Also eigentlich solltest du mit dem Thermometer halt in Räume gehen, wenn es halt unter 10 Grad ist, das ist halt der Raum, wo der Geist drin ist. Ihr habt mich sterben lassen. Ein guter Kollege ist gefallen. Dafür werde ich euch für alle Ewigkeit verfluchen. Ja, wir sollten jetzt erstmal rausgehen. Okay, die können uns scheinbar komplett gar nicht mehr hören. Ah, die hören uns nicht. Aber die waren safe froh darüber, dass wir verreckt sind, Alter. So nervig, wie wir gerade waren. Ey! Ey, du Sau! Komm mal kurz übers Gesicht gelaufen, ne? Nee, der hat ein Foto von mir gemacht. Schau mal. Und ich nicht mal von meiner Schokoladenseite. Strobolicht erstmal. Was machen die jetzt? Ja, die Events. Oder. Ach, räuchern die jetzt und tun die jetzt ein Räucherstäbchen anzünden? Nee. Flutlicht. So. Kommunizieren irgendwie, keine Ahnung. Tess? Hä, das habt ihr auch gehört, oder? Bist du hier? Ja, ich bin hier. Komisch. Ich stehe vor dir. Hallo, kannst du etwas in das Buch schreiben? Hallo, film mich mal bitte nicht beim Scheißen. Holy shit, Digga.
Er ist einfach so im Ecken drin. Kennst du, wenn du das Licht so von unten hin machst und du so eine gruselige Story erzählen möchtest? Kennt ihr den Moment, wenn ihr ins, ins Pissoir kackt, Alter? Weißt du, das von mir, die Geschichte von mir, als ich klein war. Oh shit, aber die Geschichte ist zu heavy, Mann. Also der Geist ist auf jeden Fall ein Rio Mare. Ich hoffe, der Kollege, der gestorben ist, hat das auch angetragen. Ja, zu uns im Jenseits, trägst du Mare ein, ja? Oder was ist das? Ja, es war Mare. Ja, wir können nicht. Trägst du Mare ein? Ja, wie wollen wir uns verständigen? Ich glaube, der sollte. Auf geht's! Ja, ja, so richtig, oder? Okay. Welcome back. I've got some jobs ready for you. War übelst streng gerade. Oha! 37 Euro. Immerhin. Ja, das lag daran, dass gestorben. Oh, da seid ihr ja wieder! Ja, du musst mit. Nur der V. Oh mein Gott. Muss ich? Ja, ja. Ah. Bin mir nicht sicher. Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich. Ja, jetzt hören wir dich wohl, aber wenn du tot bist, hört man dich nicht. Ah, ich war so allein die ganze Zeit. Ätzend, ne? Ja, schon. Das ist mein erstes Mal und ich werde die ganze Zeit gekillt. Fühl ich. Weiß nicht. Bereit? Ja. Lasst mich bitte nicht wieder sterben. Weil wenn man das Spiel mit Controller spielt, dann ist es ja dumm, wenn man da ständig auf den Weg klopft. Wie spielt denn mit Controller? Naja, so, ich weiß nicht, bestimmt ein Trottel, irgendein Trottel. Peinlich so jemand, ey. Ihr habt recht, scheiß auf Controller. Nein, sag jetzt nicht eine Spitzelkontrolle. Nein, natürlich nicht. Wir machen sowas. Wir sind hier vorne, guck mal hier. Da. Wir haben den Knochen abfotografiert. Alter, Digga, was soll ich T drücken? Sag mal, da sagt doch, was ich drücken soll. Also, wenn wir so machen, heißt das. Ja, jetzt hör auf, Digga. Ich bleib die ganze Zeit stehen wegen dir. Digga, jetzt nimm den Finger da weg! Hast du gesehen, wie schnell ich drücken kann, Digga? Das ist er! Das ist der schnelle Finger! Aus dem Wilden Westen! Ja, jetzt nimm deinen scheiß Finger da weg, Mann! Raff nicht, warum du jetzt da die ganze Zeit rumdrückst. Digga, Lucky Luke, mal schneller als der Schatten! Das Lustige ist, muss man da irgendwie. Wo bist du? Ich bin hier, Bruder! Wo bist du? Das ist ja noch der Geist, zeig dir mal Briten hier, Bruder. A. Wahrscheinlich. Der denkt sich auch, was ist das für ein Jockel, Alter? Alter, sagt hallo. Ach, das ist das Ouija-Board. Mach die Tür zu. Oh. Wo bist du? S. I. Side. F. Side Bathroom. Oben. Ja, die Side Bathroom. Alter, übelst die Sherlocks. Die ist oben in dem Badezimmer. Ich hab mich gerade angehauen. Da blubbert's, Alter. Irgendwas höre ich hier. Ja, das Waschbecken ist dreckig. Oh nein, wie schlimm! Oh. Alter, hast du mich erschrocken? Ja, wir können eigentlich wieder rausgehen. Komm vor, yo, Bro. Komm vor, Digga. Das ist echt, wir haben echt
ein Glück eigentlich, dass wir immer draußen sind, wenn er jagt. Sonst wären wir schon lange tot, Digga. Nee, der hat einfach Angst. Der weiß, der darf nicht. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Willst du es probieren? Schreib in das Buch. Oh, schreib in das Buch, haben wir gesagt. Oh. Oh. Buch. Oha. Oh, run, also wir sollen laufen. Ja, lass mal laufen. Ja, das wäre schön, wenn man in dem Spiel rennen könnte. Der hat auf jeden Fall gesagt, Kant, one. Kant. Ist er, weißt du, was Kant heißt? Ja, du Spatze. Kant, run. Lauf, Otze, lauf. Ja, können wir einen neuen Song machen. Boah, die Tür ist hinter mir zugefallen. Ich bin gerade noch so rausgekommen. Der hat geblufft, der muss Angst vor uns haben. Mhm. Weil der hat genau, als wir rausgingen, hat er zugemacht. Digga, wir haben alle Pillen gefressen. Und der hat 0 und der hat 23, wir 34. Hast du es gesehen? Guck mal, wie die krabbelt. Ja, die krabbelt auf dem Boden. Es muss ein Säugling sein. Okay, es läuft einfach mal durch die Tür. Das haben wir doch, oder? EMF, Geisterbuch, ja genau, und dann auch ein Oni. Aber ohne Beweise kommen wir nicht weit hier. Ja, ich weiß nicht, Oni ist ein komisch. Krabbeln die so komisch, oder wie? Ne, das ist immer unterschiedlich, das ist random. Mal sehen, ob wir richtig lang. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Wow, 140. Es war ein Oni, krass. Ja, top. Oha, ich hab's doch gesagt, es war ein Oni. Digga, wir sind Level 3. 270. 207 Tacken. Dollar. 207 Tacken, ey. Und 88 EP. Wie sich das gehört. Ja, Freunde, das war's für den Moment mit Phasmophobia. Ich muss sagen, als wir solo reingingen, war es definitiv um einiges gruseliger, ne? Ja, Mann.